Psychedelic Entertainment. Und damit ein herzliches Willkommen beim neuen Let's Play von mir. Wir spielen Deponia. So, und jetzt hier nicht lange rumgequatscht, hier gleich Neustart, genau. So, neues Spiel und natürlich nehmen wir hier diesen fetten Wow-Effekt. Inventarmodus, so wie es sich gehört. Droggebecher. Hm? Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Oh mein Gott. Und da dachten wir, wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach komm schon, dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Also er hat gesagt, wir sollen hier unten das Teil nehmen. Ich bin hier oben. Das weiß ich. Wolltest du mich nicht ansprechen? Einfach auf mich zeigen und klicken. Gibst du dann endlich Ruhe? Eigentlich wollte ich dir den nächsten Tipp geben. Wie aufregend. Ja, ist ja unglaublich. Ja, dann machen wir das einfach mal. Rechtsklick. Das ist Wenzel, mein Sidekick. Die ewige Nummer 2. Du sollst mich doch ansprechen, nicht mich angucken. Wenn das so weitergeht, machst du noch das ganze Tutorial kaputt. Das hatte ich eigentlich vor. Computer, Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal... Ja... Wie man jemanden anspricht. Hä? Du klickst mit dem Mundsymbol auf einen Menschen? Völlig falsch. Ich habe dich nämlich mit dem Sprechblasensymbol angesprochen. Jeder weiß doch, dass es in diesem Spiel kein Mundsymbol gibt. Dafür aber das Sprechblasensymbol zum Reden. Und mein Lieblingssymbol, das Rufus-Kopf-Symbol zum Dinge anziehen, essen und trinken. Wenn du das schon nicht kapierst, wie soll ich dir dann jemals beibringen? Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem... Zungensymbol? Dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. So, hier den Knopf drücken, hat er gesagt. Ich dachte, du wolltest dir das Ding auf dem Boden ansehen. Ich sehe es an, da liegt es. Ich meinte, genauer ansehen. Einfach drauf zeigen und mit der rechten Maustaste klicken, sobald das Auge erscheint. Ja, ja, stress da doch nicht rum, du. Meine Fresse. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst sie auf. Nein, das muss einfacher gehen. Wenn du meinst... Ich klicke einfach den Knopf an. Wolltest du nicht erst das Ding da aufheben? Zeige einfach drauf. Und sobald das Handsymbol erscheint, klickst du mit der linken Maustaste. Hetz mich nicht. Hetz mich nicht. Ey, Alter, hetz mich nicht. Nehme ich doch schon auf, ey. Okay. Ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Oder ich könnte den Knopf drücken. Suchst du noch immer dein Inventar? Eben hatte ich es noch. Warum benutzt du nicht einfach das Mausrad?
Es ist doch immer da, wo man zuletzt sucht. Moment mal. Hast du dir das nicht beim Spielstart so ausgesucht? Wenn du dich umentscheiden willst, kannst du es jederzeit im Optionsmenü ändern. Ja, also nee, da kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich das ausgesucht habe. Also nee, hier, also Schrottpresse. Suchst du noch immer dein Inventar? Eben hatte ich es. Ja, bla, das kennen wir ja schon. So. Hey, da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Das kennen wir. Oh, Yang, Yang. Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tutorial, Schmutorial. Mysteriös. Ich würde einfach mal sagen. Tadadam! Boah. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. So, jetzt reden wir nochmal mit dem hier. Ach ja. Ich wollte dir noch erklären. Genau. Wie man das Inventar öffnet. Ich weiß ja nicht, wie du es machst, aber ich benutze das Mausrad. So machen es die Laien, ja. Also, wenn du es anders machen willst, musst du es im Optionsmenü umstellen, wo man mit der Escape-Taste hinkommt. Du weißt aber bestimmt nicht, wie man, wie man Objekte im Inventar benutzt. Ich klicke mit dem Handsymbol darauf und lege sie so auf meinen Mauszeiger. Klicke ich dann auf ein anderes Objekt, benutze ich die beiden miteinander. Ist er nicht niedlich? Man könnte fast meinen, du wüsstest, wovon du sprichst. Ich hoffe, ich bringe dich nicht an deine Grenzen, wenn ich frage. Ja, genau. Wie man einen Dialog beendet. Man klickt auf die letzte Option im Auswahlmenü. Pah, völlig falsch. Ach ja, ich mag Rufus. Aber jetzt können wir den Knopf drücken. Wenn du soweit bist, musst du... Jetzt mach mal halblang. Es ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Genau, Rufus. Den brauchen wir doch eh nicht. Ich würde mal sagen, hier, Ersatzteil auf den Knopf. Ich glaube, das kommt woanders hin, Rufus. Ich wollte nur testen, ob du noch aufpasst. Genau. Was haben wir da? Dieses Ding soll ich also reparieren. Lass es, lieber Rufus. Das wird doch eh nichts. Ich weiß, für einen Laien mag die Situation unmöglich aussehen. Aber wie du weißt, ist unmöglich mein zweiter Vorname. Ich krieg das Kind schon gebacken. Alles klar. Ja, genau, Rufus. So sieht's aus. Du machst das schon, ne? Ha, es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. So, jetzt aber hier, komm. Rufus? Einen Tipp hätte ich da noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken und schon... Oh. Ach, ich liebe Tutorials. Ach ja, und ich auch. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid. Macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Ossa, er muss dann mal weg. Deponia, ein Fest der Sinne. Müll. Müll. Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann,
Es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Gucken wir doch einfach nochmal durch das Fernrohr. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Ich liebe diese. Schlafen kann ich immer noch, wenn ich tot bin. Oder wenn ich es überlebe und mit gebrochenen Beinen ans Bett gefesselt bin. Ja, das, da hat er recht. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Dann nimm sie auch mal mit hier. Koffer. Es wird wirklich Zeit, dass ich hier verschwinde. Ah, da ist ja meine Liste. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Ja, dann werden wir das ja mal besorgen müssen, oder was? Gut. Oh, ein Schweißgerät. Das könnte nützlich werden. Dann nimm's mit. Oh, eine Öldose. Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das Beste daran ist die Dose. Ja, dann nimm's doch einfach mal mit als Haargel. Und runter. So. Oh, eine Memo. Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Mach endlich das Bad sauber. Puh, das könnte ihr so passen. Oh, mal gucken, ob es nicht sauber ist. Ach, sieht doch prima aus hier. Das könnte nützlich werden. Dann nimm den Pömpel mit. Den können wir wieder zumachen. So. Oh, da ist die Zahnbürste. Die hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Ja, also ich würde die ja jetzt nicht mehr benutzen. Toni sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair. Sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Ah, die Zahnbürste hier eben. Ah, da ist sie. Sie verspottet mich. Na, warte. Put, 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 komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Ja, Mist, das geht nicht. Aber ich habe eine Idee. Er will das Öl ja eh nicht. Und weg damit. So, noch einmal spülen. Was für eine Plörre. Lecker Wasser. Ja gut, Hausapotheke. Die Hausapotheke hat mir schon oft das Leben gerettet. Aber seit ich neulich versucht habe, einen schrapnellbetriebenen Düsenantrieb zu bauen, sind die Pflaster alle. Jetzt ist da nur noch Tonis Beruhigungsmittel drin. Schade. Boah, können wir es mitnehmen? Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Schade. Das ist Tonis Zimmer. Die Höhle des Löwen. Oder besser, die Natterngrube. Dann geh doch mal rein. Ja! Oha. Was ist das? Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Oha, Rufus. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Nein, natürlich nicht, Rufus, natürlich nicht. Oh, noch eine Memo. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in der...